Natürlich ist es wieder Nacht und natürlich ist es super hell draußen und natürlich starten wir die Aufnahme genau jetzt. Sehr gut. So, der übliche Weg. Erstmal rein ins Lager und mal gucken, was im Inventar so rumfliegt vom letzten Mal noch. Da ist doch bestimmt noch so einiges drin, was aufgeräumt werden kann. Obwohl es geht, es geht, es geht. Wir tun trotzdem mal weg. So, Kunststoffplatten. Wir tun die Switching Station weg. Die brauchen wir auch erstmal nicht mehr. Das behalten wir mal. Da müssen wir gleich mal was gucken. Schwarzer Farbstoff. Haben wir da irgendwo? Eigentlich nicht, ne? Guck mal hier, wir tun den mal hier mit zu dem anderen Farbstoff dazu. Ja, passt so. Das hier nach unten. Die Erde kann weg. Na, ja. So. Der Carbon Steel, der kommt hier mal in die Technikkiste mit dazu. So. Das Ding, ja, kommt auch erstmal weg. Das Schild behalten wir mal. Das Steinding hier, das kann auch rein. Hier die Fliese. Der Apfelholzbaumzaun. Guck mal hier, wir haben so viel. Wir nehmen mal hier den Stack mit und entsorgen den mal. Guck mal, und schon wird es auch wieder hell. So. Wir haben so viel davon mal gemacht. Brauchen wir eh nie. So. Hier ist unser Rezept, unser wichtiges. Genau, Kohle. Guck mal, da machen wir nämlich mal hier muss gegrindet werden, weil wir da dann Kohlenstaub draus machen. Und da kann man dann mit dem Latex und dann kann man... wir gucken gleich mal. sonst war alles soweit. Genau, Schraubendreher zu unserer Sammlung dazu. So. Den nehmen wir mit rüber, beziehungsweise, weißt du was, wir machen uns da wieder Barren draus. Und dann kommen die hier wieder mit dazu. So. Guck mal, hier haben wir nämlich ganz viel Holzkohle. Ich weiß gar nicht, können wir die auch... Ich habe ja ein bisschen an der Matte rumgebastelt. Wir probieren das mal aus, weil das habe ich ehrlich gesagt nicht getestet. Und bei der Gelegenheit können wir auch gleich mal uns noch ein bisschen, guck mal, wir gehen mal wieder Bäume mähen, würde ich sagen. Wir haben ja da hinten einen, da gehen wir jetzt zuerst mal hin und gucken mal, ob der nachgewachsen ist. Angeblich soll das ja nach sich wieder auffüllen. Wir gucken mal. Blub, 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 blub. Geht wahrscheinlich auch nur, wenn der geladen ist oder sowas. Ne? Aber wir schauen mal. Dann können wir nämlich mal ein bisschen uns Latex holen und dann können wir mal ein bisschen Gummi machen. Ja, so ein bisschen erkennt man es dann schon, aber ich bin mir nicht sicher, ob der gut ist, wollte ich gerade sagen, ob der wieder aufgefüllt ist oder wie das Gummimilch drin ist, Latexmilch. Wir gucken mal. Ja, sieht aber... prinzipiell ja gar nicht. Ach, guck mal, da ist was nachgekommen. Ja. Wir gehen mal hoch und gucken mal, was da ist. So. 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 Naja, das andere sieht aber alles nicht so nachgewachsen aus, ne? Es ist nur der eine gewesen hier. Guck mal, da. Komm mal da ran. Komm mal nicht ran. Komm mal ran. Komm mal ran. Ja, es ist aber... Naja. Guck grad mal, ob hier irgendwo... Guck mal, wir hatten ja auch eigentlich die Zoom-Funktion, aber die ist nicht aktiv. Ah, da braucht man doch hier Dings zu... Guck mal her, Bronzebarren und Obsidianglas. Dann können wir uns ein Fernglas machen und dann können wir auch mal ein bisschen ranzoomen. Aber da ist nirgendwo sonst noch ein Gummibaum, den man melken kann, ne? Guck mal, das ist nur hier. Und der ist anscheinend so,
dass das nur sich auffüllt, wenn man direkt daneben steht oder eben wenn es geladen ist. Bisschen doof, ne? Ein bisschen doof. Wir könnten uns natürlich einen irgendwie hinstellen und den dann immer geladen haben, weil wir ja eh immer da in der Ecke rumlaufen und dann können wir den dann ein bisschen melken. Ansonsten, ich gucke gerade mal, wie sieht es denn alles von hier aus. Guck mal, es ist doch hier alles. Ja, guck mal, da hinten ist die Baumfarm, da ist hier der Wald. Der geht auch hier bis zu dem Rand. Wir haben ja gesagt, der Weg ist dann das Ende. Wir gehen mal hier runter. Gehen wir einmal außen rum und kommen von hinten dann zum Wald. Das ist doch auch mal schön. Tschüss, Baum. Ich glaube, wir haben sogar noch Setzlinge davon irgendwie rumliegen in irgendeiner Kiste, oder? Können ja gleich mal gucken, dass wir uns den dann mal pflanzen. Und dann mal schauen, was passiert. Aber hier müsste auch irgendwo... Ich glaube, hier hinter ist das, ne? Der See, wo wir damals unser ersten Dings gepflanzt, also hier unser erstes Schilf, Zuckerrohr, uns geholt haben. Guck mal, hier ist auch noch ein Baum. Nehmen wir den hier mal zum Melken. Sind sogar zwei, oder? Wie sieht denn das hier aus? Das ist ja wieder irgendwie... Irgendwie ist der doch komisch, oder? Egal, wir kriegen hier ein bisschen Gummi. Latex, Latex gemolken. So. Da oben. Da oben noch. So. Dann haben wir den auf jeden Fall schon mal da. So. Ja, ist auch schön hier. Ist auch schön hier. Mal hier hinten so Wasserweg. Haben wir auch noch hier. Na, hier kommt ja das Dorf dann irgendwie. Ich glaube hier, ja, da und da ist die Öffnung da in die Höhle. Da. Müssen wir mal gucken. Wir wollten ja auch irgendwie einen Tunnel hier durch oder sowas machen. Ne? Also irgendwie, so Dinge waren doch noch geplant. Und hier muss auf jeden Fall zu. Ja. Genau, und hier geht das dann so waldmäßig dann weiter. Genau, und hier geht es dann rüber. Ja, mit der kleinen Brücke. Und hier geht es dann hier irgendwie. Hier hört der Weg dann auf oder sowas. Keine Ahnung. Gucken wir mal. Gucken wir mal, ob wir hier zurückkommen. Bei der Gelegenheit ein paar Setzlinge mitnehmen, die eh nicht mehr wachsen. So. So. Na, jetzt ist aber hier. Da, guck mal, hier kommt mal durch. Wie als wenn es gewollt wäre. Haben wir zufällig Erde dabei? Nein. Egal. Der muss eh noch ein bisschen optimiert werden, hier der Weg. Na, hier sind die ganzen Dinger noch. Okay. Dann sind wir jetzt einmal rumgelaufen und haben ein bisschen davon geholt. Dann gehen wir mal runter und dann gucken wir mal, ob wir ein bisschen davon machen können. Und dann schauen wir mal, was passiert. Erstmal irgendwie Holzkohle. Das geht jetzt. Also, die Mod ist angepasst, aber das ist ja eigentlich nicht so wirklich Sinn der Sache. Das bedeutet, wir müssen mal gucken, dass wir uns hier den hier mal nehmen und dann gucken wir mal Holzkohle, ob das funktioniert. Ob der die mit automatisch anpasst, die Rezepte. Gut, wenn der jetzt Strom hätte, so rein theoretisch, also rein theoretisch, wenn der Strom hätte, ist da eigentlich eine, da ist auch keine, ist hier, das heißt wir brauchen auch eine. Ja, die Switching Station, die habe ich natürlich jetzt gerade irgendwie weggetan. Gut, dann lassen wir das. Machen wir das hier mit. So. Machen wir das hier mit, scheißegal. Vier Stück gibt's, naja.
Und dann gehen wir einmal nach Hause. Mal schwarzer Farbstoff. Haben wir denn irgendwo Kohle, Kohle, Kohle? Guck mal hier mal Kohle, Kohle, Kohle. Dann machen wir hiervon. So. Zack. Holzkohle. Dreimal Holzkohle noch. Da. Das geht natürlich nicht. Also mischen kann man es nicht. Das funktioniert nicht. Da muss man dann schon immer die gleichen Kohletyp nehmen. So. Und schon haben wir. Und da kann man jetzt Dinge mit tun. Das muss jetzt in den Ofen, glaube ich, ne? Ah, ne. In den Ofen muss es getan werden. Zum Brennen. Ja, so. So. Gehen wir mal eben kurz ein bisschen Brennzeug holen. Machen wir die hier mal. Sollte ja reichen. Zack. Und dann machen wir uns ein bisschen Gummi. Und während das Gummi brennt, können wir schon mal gucken, ob wir eventuell sogar noch... Nee. Wir brauchen Kupfer und Papier, ne? Ich glaube, Kupfer und Papier war das. Genau, Kupfer und Papier war es. 5, 6. Das wäre natürlich noch ein geiles Feature, dass man so wie, ja, wenn man da was reintut, irgendwie mit Rechtsklick oder mit Mittelklick oder Linksklick oder mit Shift oder wie auch immer, dass sich das dann gleichmäßig auf alle Felder verteilt, über die man drüber gefahren ist. Das wäre noch eine coole Funktion. Aber gut, du kannst nicht alles haben, ist halt leider so. So, guck mal hier, Gummi wieder rein, Papier wieder rein, das wieder rein. Und dann gehen wir uns oben mal Gummi holen und dann wickeln wir so noch in Gummi ein und dann haben wir dann... Ach, schon durchgelaufen, dann haben wir schon MV. So, also was ich meine hier, ne, also statt zack, zack, zack jeweils ein, dass er dann eben die gleichmäßig verteilt, als wenn man das irgendwo so verteilen würde. Also, gut, aber das kriegen wir leider nicht. So, ist nicht so viel geworden, aber gut, guck mal hier, 4 Stück haben wir über. Jetzt haben wir 6 davon, dann nehmen wir die Switching Station mit rüber. Die werden wir ja eh benötigen irgendwann. Gut, okay, das brauchen wir auch alles erstmal nicht. Die Kabel, ja, nehmen wir mal mit. Was soll's, ist egal. Ach ja, ich Idiot, ne? Gummibaum. Wir wollten ja nach dem Gummibaum gucken. Nein, ein weiter. So, Apfelbaum, Apfelbaum, Apfelbaum. Dschungelbaum. Busch. Gummibaum. Guck mal hier, wir haben sogar ganz viele Gummibaum. Haben wir echt mal einen Gummibaum gefällt? Böse, böse, böse. So, den stellen wir uns jetzt nämlich mitten hin, hier irgendwo hin. Der wird immer 2x2, ne? Wir stellen den mal... Guck mal, hier könnte der natürlich... So, wir lassen den da mal wachsen und dann gucken wir mal, dass wir uns den dann immer schön melken können, wenn wir mal ein bisschen Gummi brauchen. So. Und wir gucken mal, dass wir hier unten einmal erstmal die Verbindung hier schließen. So. Zack. Zack. Hier hinter, genau, da wird es halt weitergehen zum Technikbereich, dann irgendwo hin, so. Zack. Zack. Machen wir mal hier wieder zu. So und so. Und erstmal bauen wir jetzt hier unsere provisorische Scheiße wieder auf. Wir können natürlich hier diesen hier. Können wir nämlich schön hier hinten einfach hinstellen. Man sieht dann zwar nicht, wie viel verbraucht werde, aber ist egal. Wenn es dann läuft, läuft. Und wenn es nicht läuft, kann man das ja immer nochmal nachgucken. Dann steht es zumindest nicht im Weg rum. So, hier wieder zu.
Und dann machen wir. Guck mal, hier ist auch noch einer. Dann tun wir da. Ach, wir können eigentlich dann hier. Wenn wir eh 6 davon haben. Zack, zack, zack. Dann haben wir noch ein paar auf Vorrat. Werden wir eh noch brauchen. Ach, guck mal, hier hätten wir auch noch welche gehabt. Na gut. Und dann ist das soweit okay. Guck mal, dann haben wir nämlich hier ganz viel. Ah, dann haben wir hier mal ein bisschen auffüllen. Und dann können wir eigentlich die Fackeln auch nochmal wieder mitnehmen hier. So. Dann machen wir nämlich hier schön unseren Dings hier wieder hin, unseren provisorischen. Habe ich natürlich den ganzen Zaun weggeschmissen, ne? Ach komm, wir kippen da einfach Wasser drüber, ist scheißegal. So. So. Das ist der nämlich eitel und der bleibt auch eitel, ne? Guck mal, 46, 46, das ist egal, das passt schon. Gut, dann hat er das leider nicht automatisch irgendwie auch dann für die Technikrezepte gemacht, dass man da eben dann aus Holzkohle dann eben auch Pulver machen kann. Das wäre natürlich noch irgendwie Highlife in Tüten. Nehmen wir die Holzkohle mal einfach so mit, passt schon. Haben wir denn irgendwas, was wir sonst... Ich hier testweise mal ein bisschen hiervon grinden. Na, weil das funktioniert. Also generell funktioniert es. Okay. So, schnell raus. Dass es hier nicht irgendwie in der Kiste landet. So, okay. Also, das wäre ja auch zu einfach gewesen. Ach, wir können es eigentlich hier kurz einmal durchlaufen lassen, oder? Ja, schön 2 Barren draus. So. So, okay, dann kann man den hier wieder abbauen. Das war ja nur zum Testen, um zu gucken, ob es funktioniert. Hallo? So. Kurz warten, bis das Wasser weg ist. So. Die hier nämlich wieder rein und die TIS kann auch rein hier und das kann auch. Okay, das passt soweit. Ja, dann sind wir eigentlich fertig für diese Folge. Haben wir ja richtig was gerissen heute, ne? Haben wir irgendwas dabei? Ne, wir haben auch nichts dabei, wo man planen kann, ne? Ach, guck mal, hier den Murks, den müssen wir auch nochmal irgendwann machen wieder. Es ist ja auch alles irgendwie noch nicht funktionsfähig. Schauen wir mal. Machen wir hier erstmal auf, so, dass man durchgehen kann. Zu, auf. Zu. So läuft das. So läuft das. So. Hier hinten war auch eigentlich... Ja, guck mal, hier ist nämlich. Dass man es hier so ein bisschen luftiger hat. So. So. Der raus. Dann brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5. 5, komm, nimm. So, geht doch. 3, nimm. So, und dann haben wir nämlich hier irgendwo auch noch. Guck mal, wir haben nicht hinten den Aufstieg noch. Wir sind ja quasi schon drunter, ne? Könnten wir auch hier irgendwie. Ist denn hier. Naja. Könnten wir auch hier irgendwie durchgehen. Ja, dass man dann von da, von hinten irgendwie, weil dahinter ist ja tatsächlich Berg.
Dahinter ist ja Berg. Das heißt, da kommt man dann ja auch irgendwie eventuell ein bisschen höher tatsächlich raus. Also wenn wir jetzt hier von der Seite, wo ursprünglich dachte ich ja, man kommt hier irgendwie von der Seite, dann irgendwie von hier vorne runter. Wenn wir quasi hier hinten unten drunter einmal rumlaufen, da kommen wir ja hier tatsächlich auf der Höhe dann hier drunter dann irgendwie raus und könnte dann da seinen Durchgang geschaffen haben. Ja. Aber ich glaube, das machen wir nicht mehr heute. Ne? Es wird eine sehr, sehr kurze, knappe Folge. Also hier, das bleibt so, wie es ist. Dann machen wir dann auch... Kann man dann auch theoretisch zumachen. Wir können auch tatsächlich irgendwie, weil das mit dem Dings, das hat ja hier überhaupt nicht geklappt. Wir setzen die einfach hier hin und dann haben wir nämlich hier quasi so eine Öffnung, so einen Durchgang und dahinter geht es dann runter und dann kommt man dann von hinten unten rum und dann hat man nämlich auch da tatsächlich eine vernünftige Verbindung. Das heißt also quasi hier. So gute Beleuchtung, das ist natürlich jetzt ein bisschen dunkel. Können das ja schon mal vorbereiten. Da wäre Wand. Also da würde ich dann schon gerne wieder zu haben. So. Das dann den. Na, planen wir ja hier so Glas davor zu haben, aber das funktioniert halt nicht vernünftig. Dann lässt man das hier so. Und so. Hat dann hier eben so eine Nische. So, zack, zack, zack. Ja, und da muss man dann halt die. Die Slabs an die Wand. Na. Die Slabs an die Wand packen. So. Ist so minimal schmaler als 3 breit, aber ich denke mal, das ist okay. Was man natürlich mal gucken könnte, wie das aussieht, wenn man hier ein. Ah, natürlich kein Slab mehr, ne? Aber passt das von der Breite? Ne, der Slab, der würde. Guck mal, der ist mittig. Das heißt, der wird einen überstehen. Na gut, dann lassen wir das so. Dann ist das so okay. Bis auf da oben, dass da Kies liegt. Aber ich glaube, das muss da liegen, weil da der Weg ist schon. Das heißt, wir gehen hier 1, 2, 3, da, da. Wir gehen hier runter. Machen wir es doch noch, diese Folge? Hilfe! so. Kann man nämlich hier schon mal schön weiter Slabs verlegen. So. So. Naja. Ist ein breit? Ach nee, falsch. Hier kommen ja die eins tiefer, ein zweiter rein. So, hier so. So, dann geht's nämlich da runter. Durch die halbe Höhle durch. Um die Ecke rum. Da, 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 da. Dann kann man nämlich da unten wunderbar dann irgendwie unter dem. Guck mal, hier ist nämlich der andere Absatz, der dann runterführt. Und dann kommt man nämlich von dem oberen. Von dem oberen oder von dem unteren? Ich glaube, von dem oberen ist geiler, oder? Von dem oberen dann eben rüber. Wir können ja mal gucken, ob wir hier mit dieser Ansicht dahin laufen können. Guck mal, hier ist die Kiste. So ein bisschen geht das, ne? Guck mal, hier muss ja irgendwo eine Tür sein. Ist sie auf? Ja, guck mal, die ist mal auf. So. Ach ne, die geht ja automatisch. So, dann wird nämlich hier der Gang einfach geradeaus weitergehen. Na, doch mal gucken. Ja, guck mal hier, der geht dann nämlich hier einfach geradeaus weiter. Weil hier wäre halt irgendwie, hier geht's runter. Und dann wird es dann daneben. Guck mal, hier ist nämlich.
Ah, das könnte hier mit dieser Ecke da unten hier, ne? Mit dieser hier. Was ist denn das für eine Treppe? Was ist... Ah, guck mal, das wäre nämlich dann hier der Boden und das wäre falsch. Das würde nicht funktionieren. Das heißt, wir machen hier den Gang einfach weiter geradeaus runter. Oder versetzen uns so ein Stückchen. Weil dann haben wir nämlich hier auch einen Grund für diese Lücke. Ich glaube, das machen wir. Wir machen den... Machen wir den mittig, den machen. Nein, das sieht komisch aus. Wir machen den hier. Guck mal, hier diese drei. Das sieht doch wunderbar aus. Genau so ist es gewollt. Genau so ist es gewollt. Kurz mal schauen. Oh, du cheatest ja. Nein, ist kein Cheaten. Das ist mein Bodenradar. So, guck mal, hier reicht jetzt mal hier. So. Es ist so. Es ergibt keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn. Oh. Da ist irgendwas runtergefallen. Kies. Kies, 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 Kies. Ich hasse Kies. Geht das eigentlich mit dem Schwert schneller? Nein, ne? Weil ich hole jetzt bestimmt keine Schaufel. Ach ja, ich wollte ja eine Schaufel holen. Ganz vergessen. Ja. Guck mal, jetzt machen wir das doch noch. Ist doch wunderbar. Also zumindest, dass wir schon mal die Verbindung da haben. Und dann können wir mal immer noch mal weiter gucken. Nein. 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 Moment. Wir haben doch hier unten... Wir haben doch Mithril... Und wir haben doch da sogar die Kiste, wo das Zeug da wahrscheinlich sogar noch drin liegt. Ich glaube, wir nehmen einfach uns die Schaufel, die wir schon haben. Guck mal hier, wir haben ja sogar noch eine Schaufel. Können wir die hier gleich mitnehmen. So. Können wir uns hier langsam mal wieder ausrüsten und das bleibt hier. So. Und das bleibt auch hier. So. So. Ja. So. Also, wie gesagt, ich wollte mir eine Schaufel machen, hab mir eine Schaufel gemacht und hab die mal eben schnell geholt. Scheiß Erde, scheiß Kies, scheiß Zeug. Ach, guck mal, da tatsächlich schon Erde, okay. Gucken wir mal. Ist wieder finster. Wir brauchen... Ja, gut, jetzt ist natürlich gerade Nacht. Das ist die Baumfarm. Das heißt, hier wäre vielleicht sogar schon irgendwie... Wäre schon vielleicht sogar schon gut. Gucken nur, dass wir mit der Treppe vernünftig runterkommen. Ja, so wie wir hier halt auch runterkommen, eben mit... wo sind wir denn? Hier die Treppe beginnt direkt an der Kante und der obere Teil eins rein. Gucken, ob ich mir das merken kann. Abgesehen davon, dass wir eh nichts haben, womit wir die Treppen machen können, oder? Doch, wir können hier. Guck mal hier. So. Also hier ist Treppe und hier ist eins rein. Das heißt so. Und jetzt machen wir den ganzen Scheiß wieder rückgängig. So. Zack. Und das hat ja... Leck mich doch am Arsch, Alter. Zack, zack, zack. So. Also, Treppe beginnt an der Kante und das beginnt eins rein. Genau, so muss das sein. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie tief müssen wir hier eigentlich? Ja, ein bisschen müssen wir auf jeden Fall. Können wir hier erstmal so ein bisschen wegholen. So, dass man hier ein bisschen arbeiten kann.
Also Treppe, Treppe. Dann wären wir nämlich genau. Es wäre vielleicht sogar zu niedrig. Das wäre schon wieder zu viel, ne? Weil wir müssen ja gucken, dass wir alles ein bisschen kompakt haben. Moment. Kleiner Augenblick. Ja, kleiner Augenblick. Bin sofort wieder da. So, willkommen zurück. Okay, also, ja. Wir müssen hier gucken, dass wir ein bisschen hoch genug sind, oder tief genug sind, dass wir hier nicht an der Decke sind. Weil der Decke ist ja aus einem anderen Stein als hier der Boden. Aber sie sollten auch tief genug sein, dass wir uns nicht den Kopf stoßen, wenn wir da unten längs laufen. Das heißt, auf der Höhe hier wäre dann quasi der Boden, von dem wir jetzt natürlich nichts mehr da haben. Bis auf diesen einen hier. Beziehungsweise wäre Boden, wäre Decke. Also, dann wäre hier die Decke. Und das würde wäre zu niedrig, ne? Also wir müssen noch eins weiter runter. Wir müssen den hier hin machen, den Boden. Das heißt, hier wäre dann der unterste. Da wäre der unterste. Na, so. Da wäre der unterste, das heißt, eins, da. So, und hier kann man dann laufen. Und das. Guck mal, als wenn es gewollt wäre. Als wenn es gewollt wäre. Ich drehe durch. Wie als wenn es gewollt wäre. Na, wir sind eins zu hoch, ne? Hm. Ja, wir müssen eins tiefer gehen. Wir müssen einfach eins tiefer gehen. Das geht gar nicht anders. Ist natürlich schon sehr steil auch, ne? Aber gut, so ist das dann. Da ist Decke. Okay, da ist Decke. So ist doch allerliebst. Jo, ist doch schön. Guck mal, hier ist nämlich auch noch. So. So, machen wir erstmal ein bisschen Licht, dass wir ein bisschen arbeiten können. Und dann holen wir mal schnell die Wände hier raus, dass wir das alles schön machen. Klopf, 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 klopf. Und noch ein. So, genau. Na, dann haben wir nämlich einen Dreier. Komm hier raus. Also hier ist. Und da ist Dreier. Doch, genau, geht drauf. Alles gut. So. Klopf, 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 klopf. Geht ja mit der Hacke zum Glück sehr schnell. Also von daher. Manchmal sogar ein bisschen zu schnell. So, und hier kommt Wand. Müssen wir gleich mal gucken, dass wir uns ein paar Steine schnappen. So. Wir stoppen. Erstmal die Löcher. Ein paar davon müssen wir eh wieder aufmachen gleich, aber ich hab's ganz gerne ordentlich. So, da ist. Genau, hier ist eigentlich alles Decke, da ist eigentlich alles Wand. Jetzt müssen wir nämlich mal gucken, dass wir schön irgendwie eine Beleuchtung uns noch gleich ausdenken und dann haben wir es dann eigentlich auch schon geschafft. Genau, und hier ist auch noch Wand. So.
Geht ja zum Glück alles relativ flott. So, genau, da gucken wir gleich mal. Jetzt müssen wir eben kurz mal schauen von der anderen Seite, dass wir da nicht irgendwie den Gang falsch bauen, sondern dass wir da auch möglichst genauso bauen, wie es geplant ist. Das heißt, wir gehen hier eins rein und wir gehen auf der anderen Seite eins rein. Okay. So. Aua. Einfach nur längs laufen. Auch schön. Ja, so schnelles Werkzeug hat schon seine Vorteile, auf jeden Fall. So. Ich weiß nicht, irgendwie so Kies immer irgendwie so der Baustoff oder das Baumaterial, was ich am wenigsten tatsächlich mag. Also weder beim Abbauen noch, wenn es irgendwie runterfällt oder so. Ich weiß nicht, also irgendwie finde ich es immer anstrengend. Kies ist anstrengend. Weil es ist ein gutes Baumaterial, aber es ist halt trotzdem anstrengend. So eine Scheiße hier wieder. Was ist denn hier wieder los hier? Wo sind wir denn überhaupt? Ja, guck mal hier. Ja, hier sollte vielleicht tatsächlich dann auch Kies rein. Das heißt, wir müssen mal gucken, dass wir hier... So. Scheiß Feuerstein. So. Nein. Cobblestone drauf, dass wir wissen, da sind wir oben. Kies drauf und dann geht's weiter. Kann man den Eingang nämlich hier auch irgendwie in die Mitte versetzen dann nachher. Hier war das. So, dann lassen wir den dann nämlich so. Und dann haben wir den Gang auf jeden Fall von der Breite her schon mal da. Das heißt, jetzt muss hier noch die Reihe raus. Die Reihe muss noch raus. Das da oben kann ja drin bleiben. Ja, da kommt ja eh dann was davor. Also Wand und Decke und so. So, haben wir es gleich geschafft. Dann machen wir das doch noch tatsächlich heute in dieser Folge. Das ist doch auch schön. Dann haben wir das fertig. Ein Projekt weniger, an dem wir arbeiten müssen. Ist doch auch ganz gut so. So. Vor allem können wir dann eventuelle Röhren, die zum Filtern von irgendwas dienen, auch tatsächlich dann irgendwie ohne Probleme hier noch hinverlegen. So wie es ganz früher ja auch mal war, von der Baumfarm, einer Verbindung hier unten zum Lager. Müssen wir mal schauen. So, jetzt machen wir hier erstmal wieder ordentlich zu. So, so. Na, 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 na. So. Dann... Machen wir hier auch wieder ordentlich zumachen, oder? Hier einmal ordentlich auf. Dann müssen wir gleich mal gucken, dass wir uns noch ein bisschen Zeug machen. Dass wir dann auch hier mal die Treppen vernünftig zu Ende legen können. Ja, genau, da ist nämlich dann zu. Und dann haben wir nämlich schon kein... die gingen mit einem in der Mitte noch, ne? Ja, müssen wir kurz noch ein bisschen gucken, dass wir ein bisschen Stein holen. Warum gehe ich eigentlich oben lang? Wir haben doch jetzt unten eine Verbindung. Ich hätte ja auch die Verbindung unten nehmen können. Mm.
Nein, hier unten rein. So. Kann da nämlich mal ein bisschen schon mal brennen. Und dann gucken wir mal, ob wir irgendwo noch welchen rumliegen haben. Das ist ja auch alles irgendwie... Stimmt ja alles nicht mehr so richtig. Ach, guck mal, hier haben wir sogar noch von... Okay, da haben wir noch welche von. Da kriegt man halt nur leider keine mehr von zurück, oder? Oder kann man hier so... Nee, man kriegt die nur immer kleiner. Aber gut, dann kann man zumindest schon mal den Boden auslegen. Das ist doch auch schön. So. Und das meine ich dann immer mit der richtigen Höhe, ne? Man muss natürlich genau gucken, dass man immer auf der Höhe ist. Dass da eine Schicht auf jeden Fall irgendwie der... Ja, dazwischen ist nicht, aber dass da eben die Schicht eins höher ist als die, auf der man bauen will oder auf der man dann bauen würde, wenn man dann da irgendwie nicht aufpasst. Weil sonst hast du nämlich dann irgendwie das Problem, dass der Boden von dem einen die Decke von dem anderen ist. Und das sieht halt meistens zumindest ziemlich kacke aus. So. Darum immer darauf achten, dass es höhenmäßig gut ist. So. Wir sind hier eins zu kurz, ne? Ne. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, passt da. Passt, passt, passt. Aber hier noch nicht. So. Und schon passt das. Und dann kann man nämlich hier wunderbar, wenn es dann ein paar mehr wären, auch reinlegen. Bin mal gespannt, aber ich glaube, die 100 werden nicht reichen. Das wird nicht aufgehen. Das wird nicht aufgehen. Und hier kommt der gute Cobblestone rein. Alles seine Ordnung hier. Ist auch so ein bisschen nervig, so das Animation, Geräusch und Platzieren, wenn du mal drauf achtest. Das passt halt null zusammen, ne? Das passt null zusammen. Beim Abbauen ist es genauso. Ne? Da macht er auch hier und es klopft dann einmal und naja. Das kann eigentlich auch mal weg. So. Ach komm, wir lassen's. Scheißegal. Ich höre den Ofen, ob es hier unten. So. In die Mitte. Und dann drumrum. Ich wette, ich habe irgendwo welche davon übersehen. Da haben wir doch garantiert noch welche von. Kannst du mir doch nicht erzählen. Ich mache mir jetzt erstmal das Inventar voller Steine. So. Zack, 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 zack. Zack. Dann machen wir direkt mal ein paar Treppen. Zack. Was mache ich denn da? So. Zack. Wenn wir sie nicht brauchen, dann machen wir sie wieder zurück. So. Beleuchtung haben wir immer alle zwei gemacht, ne? Machen wir dann hier genauso. Das heißt, die Beleuchtung würde dann hier anfangen. Zwei. Zack. Natürlich immer genau da die Fackel gesetzt, wo keine Beleuchtung ist, ne? Beleuchtung. Zwei frei, Beleuchtung, zwei frei. Nein, so. Ja. Guck mal hier. Das passt doch so, als wenn es gewollt wäre tatsächlich. Das ist doch schön. So, dann machen wir uns hier nämlich einfach mal ein paar hiervon. Und dann kommen wir nämlich hier weiter. Für mich passt das null. Oh. So, dann haben wir den Weg.
Sieht irgendwie komisch aus, ne? Weil das hier von der Farbe fast irgendwie so auf Entfernung gleich ist, ein bisschen schmaler ist als das andere, aber das passt schon. So, hier in die Ecke kommen wieder Cobblestone rein. Hier müssen wir tatsächlich noch einen reingehen, weil wir den auch hätten so lassen können. So. So. Das sind hier Kohle. Ich kann. Scheißzeug. Nur das Richtige nehmen jetzt so. Genau, ja. Wir machen hier erstmal auf. So. So, und jetzt müssen wir nämlich hier mal ordentlich irgendwie zumachen wieder. Das heißt, wir brauchen ein paar hiervon. Nein! Ich wollte eigentlich an die Kiste ran. So, danke, geht doch. Nämlich hier mal schön Treppe bauen jetzt. Da muss natürlich Cobblestone rein, das geht nicht anders. So, kann hier eigentlich auch rein. So, so, so. Und zack, 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 zack. So ist doch fein. Das ist natürlich die Frage da oben. Da nehmen wir dann hier. So. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So eng, ne? Irgendwie wirkt das eng. Egal. Die haben wir die andere auch so gebaut. Dann machen wir das mit der hier genauso. Das ist schon okay. So. Na. Es ist ja auch nur ein Wartungsgang. Es ist ja nichts, wo Publikumsverkehr herrscht, sondern da geht es einfach nur einmal runter, um dann da Dinge zu tun. Au, 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 au. So. Juti, dann brauchen wir. Ja, eigentlich Mese, ne? Wir machen hier trotzdem erstmal Glas rein, würde ich sagen. Das haben wir bei den anderen ja auch gemacht. Dann können wir das hier eigentlich genauso machen. Nein. Weil hier kommt eine Säule rein. Ja, gucken wir gleich mal. Wir machen erstmal die Wand fertig und alles Weitere schauen wir uns dann gleich auch nochmal in Ruhe an. So. Das ist natürlich hier immer einer höher, einer tiefer. So. Wirklich schon steil, ne? Da ist falsch. So. Wie haben wir das mit dem Licht eigentlich bei der anderen Treppe gemacht? Da haben wir auf einer Seite oder so, ne? Ich gucke gleich nochmal, wie wir das da gemacht haben. Aber das sollten wir hier natürlich dann auch wiederholen, dass es dann hier dann auch ein bisschen heller wird gleich. Oder wir gucken, vielleicht reicht es auch einfach so mit der Deckenbeleuchtung. Der Abstieg ist fertig und das könnte wahrscheinlich sogar reichen mit der Deckenbeleuchtung alleine. Wäre dann ja, hier ist halt irgendwie, hier ist halt blöd mit der Deckenbeleuchtung, ne? Dann können wir hier zwei irgendwie hier dahin, zwei frei dahin, zwei frei dahin, da ja nicht hin, ne? Das ist ja das ist ja doof, ne?
wir das so. Und das Blöde ist, das Licht wird von unten wahrscheinlich sowieso dann durchscheinen. Ah, ja, das wird hier wahrscheinlich durchscheinen, weil das alles lichtdurchlässig ist. Wir lassen es erstmal. Wobei die wahrscheinlich hell genug ist, die Baumfarben, dass das eh nicht auffallen würde. Haben wir... Nein, haben wir nicht. Sonst hätte ich eben kurz die Tür versetzt. Na gut, lassen wir das erstmal. So, dann kommt hier vernünftiger Boden rein. So, dann geht's hier runter. Dann muss da noch zu Ende gewandelt werden. Ja. Gucken wir mal. So, ist doch fein. Und wenn wir eh gerade hier sind, können wir gleich mal ein bisschen Glas in den Ofen werfen. Ach, nee, brauchen wir gar nicht. Haben wir noch. So. Da. Reicht locker. Reicht locker. Da machen wir uns jetzt Plättchen draus und dann reichen die für die Ewigkeit. Ja. Du kannst mir doch einfach mal irgendwie alle davon geben, oder nicht? Danke. Ach, hast du sogar. Ups, gleich gesehen. Gut, da haben wir jetzt auf jeden Fall genug von. Die werden später ja auch dann wieder ersetzt durch diese Meselampenplättchen, oder? Ja, guck mal hier, da sind nämlich auch schon Plättchen. Das heißt, die werden wir genauso dann auch benutzen. Aber erstmal machen wir jetzt temporär hier mit. So. Sind ähnlich hell. Waren aber ja, wie gesehen, ratzfatz schnell zu machen. Oh, und erfüllt ihren Zweck erstmal dann für die Beleuchtung genauso. Hier würde ich sogar sagen, wir gehen hier hin. Dann ist es nämlich hier auch hell genug. Das passt dann schon. Und hier hin? Ja. Ja, 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 ja. Kann man so anbieten, oder? Haber, 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 haber. Oh. Bin schon wieder voll. So, ist doch fein. Mal hier die Wand auch noch zu. Dann haben wir ja fast alles schon miteinander verbunden. So ein Tunnel zum Herrenhaus wäre natürlich auch nochmal eine geile Idee, oder? Da ist nur die Frage, wo kommen wir da raus unten? Ja, wir haben ja die, die andere Seite noch, wo noch nichts ist weiter, außer dass da eine Halle ist. Die könnte man natürlich nutzen irgendwie als Austritt von... Sorry, als Austritt von dem Gang. Aber das machen wir definitiv nicht mehr heute. Können wir ja mal gucken, ob wir das nächste Folge machen, dass wir so ein bisschen Abwechslung haben. Jetzt haben wir ganz lange irgendwie Höhle und Technik und so gemacht. Dann können wir auch mal wieder ein bisschen was bauen. Ich glaube, das ist ganz okay. So. Über diese einzelnen Dinger immer dazwischen. Ey, so. So. Da
dahin, dahin und dann holen wir den noch weg hier. Da. Ja, genau. Ach, ey. Guck mal hier, jetzt haben wir nämlich alle aufgebraucht. Meine Güte. Na gut, dass wir noch ein paar davon im Ofen gelassen haben. Das heißt, dann machen wir uns jetzt hier die nächste Rutsche nochmal 45, okay. So, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Hey, die war mit ihrem scheiß 99, ne? Das geht mir ja so auf die Eier. Hundert lässt sich viel besser aufteilen. So, gleich habe ich es, keine Sorge. So. So. Und weiter geht's, und weiter geht's. Geht ganz schön was drauf für so einen Gang, ne? Dann machen wir nochmal schön die Deckel, den Deckel drauf, die Decke zu. Und dann haben wir es ja quasi. So. So. Schon haben wir. Hier war ja irgendwas von wegen, dass das irgendwie nicht vernünftig funktioniert. Aber dann haben wir hier unseren schönen Gang. Jetzt kommen wir nämlich wunderbar hier noch Zeug ansammeln wieder, so. Und dann kommen wir nämlich schön hier oben in die Baumfarm rein. So. Kommen wir von hier. Ah, Tür zu. Ja, hier ist ja genug. Hier links, da links, da links, hier durch. Wo kommt man denn da eigentlich hin? Da kommt man nirgendwo mehr hin, ne? Da ist noch nichts gebaut. Das. Das Herrenhaus, das ist jetzt natürlich nicht geladen. Das heißt, das sehen wir da natürlich nicht. Man sieht natürlich immer nur das hier in der Ansicht, was geladen wurde. Das heißt, wir müssen mal eben dafür sorgen, dass das Herrenhaus geladen wird. Und dann können wir uns zumindest mal einen kurzen Überblick verschaffen, was man denn theoretisch noch machen könnte. So, also. Noch sieht man nichts. Stehen wir denn hier? Hier ist der Aufgang, okay. Ich würde ja dann doch schon ganz gerne auch durch das ganze Gewusel irgendwas sehen. Also da hinten ist das Herrenhaus, okay. Also, man würde ja hier von der Seite quasi kommen. Das heißt, man könnte... Ja gut, man müsste auf jeden Fall noch ein bisschen weiter runter. Dann könnte man hier rum. Und dann könnte man da von da auf der Seite da irgendwie an den Gang anschließen. Aber dann ist ja hier diese Einkerbung, sage ich mal. Ne? Da, wo der Hafen dann irgendwann mal drin stehen soll. Das wäre natürlich dann irgendwie, man kann halt nicht gerade durchhauen, man muss erst irgendwie runter, hier ein Stück wieder hoch und dann kann man nämlich da irgendwie, na, hier ist eben, das ist ja der Technikraum, na, hier ist der Zaun, hier stehen die Geräte,
Hier ist Strom, das heißt, man würde am Strom vorbei an den Gang anschließen. Das ist der, wo hier das Kabel irgendwie nach hinten um die Ecke abknickt gerade. Und da könnte man hier das ja weiterführen, entsprechend runtergehen, ne, dass man hier unten dann eben unten drunter durch... Dann hätten wir das nämlich auch angeschlossen. Oh ja. Und von außen sieht man nichts. Das ist doch super. So. Da würde ich sagen, wir gehen zurück. Wir sind eh gerade schon fast da. Dann können wir auch hier mal längs gehen wieder. Guck mal hier, unseren schönen Weg. Wo irgendwann nochmal die Brücke hin muss. Und dann geht es dann drüben auf der anderen Seite weiter. Ja, Brücke und Weg und was man da noch alles machen kann, hatte ich ja schon mal gesagt, habe ich mir schon mal ein bisschen das überlegt. Müssen wir nur irgendwann mal angehen, das Ganze. So, aber im Moment bauen wir unsere Gänge. Würde ich ja sogar fast sagen, dass wir das bei der nächsten Aufnahme genauso machen, dass wir da dann wirklich mal unseren Gang hier irgendwie anfangen. Guck mal hier. Weil hier kommt es ja schon runter. Und hier haben wir ja schon mal angefangen irgendwann. Das könnte man ja hier dann abknicken lassen und dann gehst du nochmal einen Stufen runter und dann irgendwie geradeaus durch. Und irgendwo wechseln wir dann eben durch den Durchgang irgendwie dann zu den Fliesen von statt eben Cobblestone dann eben die ganz normalen Fliesen. Dass hier oben so dieses Oldschool-mäßige ist und dass dann eben nach unten das Neuere kommt. Das Ding hier weiß ich auch nicht. Na, wir lassen es erstmal so. Da ist einer falsch. So. Mal gucken, vielleicht gehen wir es tatsächlich nächste Folge an. Für diese Folge war es das auf jeden Fall. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, wie immer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ne? Haut rein. Tschüss.